Ich schau mal, wie lange das so hinhaut mit dem Strom. Ich sollte mir auch genauer angucken, wie viel Strom jetzt genau welche Gebäude verbrauchen. Energieverbrauch 200 Kilowatt oder 6,6. Das heißt, momentan verbrauchen die 13, 26,4. Ja, auf Grund. Okay, das ist in Ordnung. Die Akkus verbrauchen viel, weil sie aufsaugen und die Electrolyzer, die scheinen recht viel zu verballern. Überschuss an dem, weil hier noch ein Rohr fehlt. Rohr, 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 da. Ja, und jetzt powern die durch und dann haben wir. Wow, ja, okay. Kipp die mal zur Seite. Und wir lassen mal einen Elektrolyzer laufen. Da holen wir überall schön die Schlacke raus. Und dann passt das hoffentlich im Strom ein bisschen besser. Wie sieht es aus, wie viel Brennmaterial ist noch da? Oh. Ja, das wird schon mal interessant. Schredderkohle bitte da. So, und hier Kohle zum Schreddern. Da sind nicht genug Pellets, hier sind nicht genug Fasern, hier sind nicht genug Algen. Grüne Algen müssen es sein. Die bekommen nicht genug Mineralized Water. Wir kriegen nicht genug Mineralized Water, weil die Dinger nicht arbeiten. Die Dinger arbeiten nicht, weil wir nicht genug Soul. Nee, die kommen da nicht rein. Nicht genug Sulfuric Blubdiwupp. Und das kommt von da hinten. Und du bekommst nicht genug Purified, weil hier kein Purified drin ist. Und hier fehlt irgendeine Verbindung. Was ist hier passiert? Also, das ist Saline Water, das ist soweit richtig. Ich rupfe mal hier noch weiter dran rum, weil irgendwas stimmt hier nicht so ganz mit den Rohren für Purified Water. Also es kommt hier raus, ja, und es muss verbunden werden mit dem anderen Ausgang von da, das ist richtig. Die Verbindung nach hier unten ist dafür da, damit auch die beiden ihr Purified Water abführen können. Das ist in Ordnung. Das ist auch alles soweit verbunden. Unterirdisch ist alles in Ordnung. Es geht von hier nach da, geht von da nach da und geht darum dahin. Das heißt, das hier war einfach nur überschüssig von irgendeiner alten Aktion. Ja. Was ist hier jetzt über? Saline Water. Wir haben zu viel Saline Water. Das wird. Ah, weil das hier nicht rausgelegt wird. Das war das einzige Problem. Gut. Ja, nicht unbedingt genau dahin, wo. So, Kiste. Genau, schmeiß das mal alles da rein. Dann wird jetzt Saline Water wieder verbraucht. Wir kriegen wieder mehr Purified Water. Wir haben dadurch wieder mehr Coke. Und dadurch haben wir Strom. Was alles sehr temporär. Ja. Okay. Die müssen doch wieder hin. Irgendwie. Denn wir brauchen anscheinend jedes Fitzelchen an Strom, das wir kriegen können. Schon wieder weg. Was zur Hölle? Also ja, ich kann die Pellets da reinschmeißen, aber die Pellets sind eigentlich für was anderes gedacht. Das ist krass. Okay. Hier, Pellets. Kleine Ziegelsteine. Es wurde übrigens vorgeschlagen in den Kommentaren, dass die Stromgewinnung mit den Steamboilern ans
Ende kommt und nicht an Anfang, damit der Weg von der Kohle nicht so weit ist. Und das klingt gar nicht mal so schlecht, muss ich mal schauen, wie ich das umsetze. Momentan haut das ja noch nicht so ganz hin mit dem, mit der Landgewinnung. Aber das Wichtigste ist auch erstmal, dass der Zyklus hier schön reibungslos läuft. Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen am Ende keinen Plus an Strom raus. Oh, müssten wir eigentlich, ne? Ja, mit den Solarpanels, das stimmt, weil die verballern nichts. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. So, auch hier alles schön. Voll mit denen. Ja, du hast wieder keinen Strom. Das ist viel zu schnell weg. Und die Schlacke müsste ich jetzt auch irgendwo noch crushern für Steine. Burner Crusher, regulärer Crusher hier. Das müsste eigentlich bei der Schlacke direkt irgendwo gemacht werden. Dass du dir jetzt von oben da immer gleich die Schlacke rausholst und da reinlegst. Damit es dazu keinem Stau führt. Und du bekommst dann noch ein Ärmchen. Vorerst dahin. Später wird bei jedem davon ein Ärmchen raus auf dem Fließband, dann wird die ganze Schlacke irgendwo hingebracht und dann weiterverarbeitet. Vor allem, wir brauchten die Schlacke selber doch auch noch irgendwo als Zwischenschritt. Das war gar nicht für die Steingewinnung, das war für was anderes wichtig. Gut, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Mache ich erstmal hier so weit weiter, wie ich das noch weiß. Werf das da rein. Ja, du hast den Stein mit der Landfill gemacht. Oh, grüne Algen staunen sich. Das ist sehr gut. Warum? Ach, das Ding kommt nicht hinterher. Oh, geil. Ja, sehr schön. Hier, was? Mach, arbeite. Tu Dinge. Danke, bitte. So, okay. Aber es ist schon mal so ein Streifen am Horizont, so ein Silberstreifen. Dass das hier jetzt endlich ordentlich abgeht. Alles rein da. Wir bräuchten besser einen Schmelzofen, aber ja, Forschung in die Richtung wird, glaube ich, noch ein bisschen kosten. Hält sich. Akkus füllen sich langsam. Die Algenfarm, wir brauchen als nächstes, ja, 4 arbeitende Algenfarmen. Arbeiten doch alle gerade, ne? Nicht der untere, komischerweise gerade nicht. Wahrscheinlich, weil sie sich rauslegen kann. Wir brauchen so viel Strom wie ein Electrolyzer. Also mit den Dingern muss ich irre vorsichtig sein. So, und hier kommt mal eine Kiste hin. Du machst gerade gar nichts, weil du kein Mineralized Water bekommst, warum auch immer. Ja, Rohre sind leer. Es dauert zu lange, bis genug Sulfuric Water ankommt. Dann füllt sie das ganz kurz mit ein ganz kleines bisschen Mineralwasser und dann machst du das. Also wir brauchen definitiv mehr Schirmfabriken, die das hier machen. Oh, 200. Das geht gut ab. Alternativ können wir natürlich auch Chemiefabriken MK2 später nutzen oder Module und so Gedöns, aber das ist ja alles noch nicht ganz so in Greifreichweite. Ting. Es hält sich einfach nur, ne? Ja. Aber es hält sich. Nebenbei wird Schlacke produziert, nebenbei wird Stein produziert. Die ganze Metallgeschichte ist rückläufig, ne? Also wir entwickeln uns gerade zurück, so evolutionstechnisch, was unseren Fortschritt angeht. Also wir haben jetzt keine Automatisierung von Stein und von Kupferplatten und Eisenplatten. Das ist alles weg.
weil der Supreme Leader der Meinung war, ach, wir müssten mal umbauen. Das sieht ja alles so ungemütlich aus. Mhm. Ja, so ist das. Das Ärmchen ist zu lahm. Gib mal alles her. Hab da noch ein bisschen Schlacke über. So Baulandfill. Und das reicht nicht mehr wirklich. Ich hatte ja so davon geschwärmt, dass wir das hier expandieren können. Das heißt, ich sollte jetzt einfach hier einen Knubbel rausmachen. Auch wenn es nicht schön aussieht. Um das hier zu erweitern, richtig? Hau das mal alles da rein. Und tu auch dies erst einmal in eine Kiste, damit das immer schön weiter befüllt wird. Ja. Ich guck mal. Ich hätte es ganz gerne, dass ich es hinbekomme, dass... Was kann ich weg? Oh, genau, nicht genug Pyrovat, oder? Ich hätte es ganz gerne, dass das Ding hier mal voll ist. Oh. Warum arbeitest du nicht? Das ist doch mal ein gutes Zeichen, oder? Akkus sind voll. Es wird einigermaßen wenig verbraucht. Warum? Achso, weil irgendwas kaputt ist. Ne, Purified Water kommt an. Ah, Saline Water, das heißt, wir haben wieder einen Stau hier. Ja, die legen nicht schnell genug raus. Kann ich die nicht einfach kappen? Ich brauche die braunen Algen noch gar nicht. Baller mal. Wir haben da unten das Ganze für Purified Water. Wir bräuchten noch eins dafür für Saline Water. Das passt aber hier nicht hin. Ist es das zufällig Saline Water? Nein, das ist Purified Water. Da unten ist Saline Water. Ja, mach mal den da weg. Ich glaube, der wird da gerade nicht gebraucht. wird irgendwie doch gebraucht. So. So. Hau das Ding mal. Platzmangel ist echt. Okay, dann arbeite einfach hier schon mal. Mach hier den Bubbel. Ja. So schön glatt und dann. Burp. Passt du da jetzt rein? Gut. Okay. Und hier fließt jetzt bitte Saline Water rein. So. Verballerst immer 1000. Das ist ein bisschen viel. Ich würde das gerne drosseln können. Aber sei es drum. Also Saline Water wird zerstört. Dadurch können die anderen Sachen wieder besser arbeiten. Gib her. Na, jetzt wird es auch wieder verballert hier, ne? So, ja. Na, es geht. Vorhin, als das Ding nichts gemacht hat, war es auch bei 1,3 rum. Also, Megawatt, nicht Gigawatt, ne? So, das waren ja früher unsere Ausmaße. Mit Hunderten von Gigawatt. Volllampen. Hier bräuchte ich noch ein paar Pellets. Ah, hier läuft was nicht weiter. Ach stimmt, das muss ich auch noch alles machen hier, ne? Ach, das ist der Schwefelschwanz. Der macht gerade so ziemlich gar nichts. Und es kommt kein Gas an. Her? Ach so, weil die Schlacke da nicht schnell genug rausgenommen wird. Jetzt füllt es sich hier langsam und da auch. Ja, Purified Water müsste hier hinten hin.
kriege ich hier irgendwie ordentlich Licht hin? Wieso wirklich? Aber Hauptsache erstmal haben. Läuft, 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 läuft. 203 crushed. Noch mehr. Das hört sich sehr gut an. Das kann auch mal alles raus und direkt rein. Ratter, 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 ratter. Bottleneck ist jetzt das Ding hier. Und davon bräuchten wir einen zweiten, okay. Gesagt, getan. Das ist hier eh schon alles eklig. Den kann es nochmal ein bisschen höher werden. Und wir machen dann eine zweite Fabrik daneben. Kämpferfabrik habe ich sogar noch auf Tasche. Das ist super. Das bräuchte nur hinten einen Zugang mit Purified Water. Das legen wir einfach dann hier ran. Also einen nach oben. Das Rohr kann ich schon mal setzen. Ching. So. Und ein Abfluss für Sulfuric Water. Das irgendwie da hinten mit ran muss. Aber auch das sollte ja kein Ding sein. So, grüne Algen schauen sich nicht mehr. Das ist jetzt eigentlich kein gutes Zeichen. Oh, was ist da unten los? Oh, Schwefelabtransport. Was hat Giru wer davor gehabt? Ich wollte es hier draußen haben, damit es sich nicht irgendwo staut. Also drin nicht staut. Jetzt hat es hier draußen gestaut. Das ist nicht so hilfreich. Dann tu das doch einfach erstmal in der Kiste. Okay. Das Schwefel muss später dahin. Ja. Aber ne, momentan noch nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist erstmal Ablauf von dem Stromkreislauf, dass da alles so in sich geschlossen ist. Einigermaßen zumindest. Na, aber das schaut gut aus. Bau doch einfach mal noch eine Kiste. Ja, ich bin gerade voll der Fan von Kisten. Kisten und Ärmchen sind toll. Hier, schmeißt das da rein. Ja, so halbwegs. Nur rausholen tue ich denn das immer noch. Ich will da jetzt nicht rumtöfteln. Und genau das meinte ich. Das wollte ich erreichen. Ich wollte es erreichen, dass ein kompletter Stack Coke da drin ist und quasi auf Vorrat ist. Plus volle Akkus. Das heißt, wir produzieren mehr Energie, als wir verbrauchen. Über die komplette Fabrik verteilt. Die gesamte Anlage. Das ist gut. Ich hätte mir nämlich auch klar zugetraut, dass ich da irgendwas so vermurkse und zu viele Gebäude setze und ne, alles andere auch, dass wir am Ende Minus bei rausbekommen und dann wieder anfangen müssten, die Sachen abzureißen. Das wäre nicht so schön. Okay, was sagt meine Steinproduktion? 389 ist okay. Ja. Gib mal alles her. Bau 40 Lenfel. Ist, okay. Nicht überragend, aber okay. 5 Forschungspakete hätte ich auch schon gerne mal. Denn wir könnten als nächstes... Electrolyzer. 10. Ich würde gerne alle Rezepte sehen können, die der Electrolyzer bauen kann. Kann ich das hier? Elektro. Und dann irgendwie rechts klicken? Ne, da sind die Rezepte, das Bauen davon, aber nicht, was das Ding selber herstellt. Recipes for. Usage for. Nein. Nein, nichts in die Einstellung stellen. Ich erforsche das einfach mal. Dazu bräuchten wir allerdings 10 Tränke und dafür bräuchten wir Eisen und Kupfer und das haben wir nicht und ja, das müsste erst aufgebaut werden. Dafür bräuchten wir wieder mehr Lenfel. Yay. Aber ich bleib dabei. Hier wird erstmal jetzt schön ein Vorrat an Coke produziert und wir verdoppeln das hier. Reicht das schon? Ja, da ist kein Strom. Ich habe hier noch kein Polmuster nach oben erweitert. Was machst du mit den Holzbriketts? Achso, man stapelt dann Holzbriketts und macht da einen Pol draus? Ja.
ein kleiner Strommast braucht ein Holzbrikett und zwei Kupferkabel. Jo. Interessant.